Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edge of Sanity. Wir waren an Tag 2 stehen geblieben. Und Frank meinte, unser alter Kumpel, der aber noch verletzt ist hier mit seinem Beinchen. Wir sollen in der Umgebung nach Hilflosen suchen. Okay. Komischerweise hat sich die Steuerung wieder umgestellt. Ich weiß gar nicht warum. Ich möchte nicht die Lampe auf E haben. Die kommt auf F. Und Interaktion kommt auf E. So. Dann schauen wir uns mal in der Umgebung um. Was haben wir hier Schönes? Wald. Prison-Gebäude. Und eine Mine. Ich würde sagen, wir gehen zuallererst in die Mine. Ja, da steht halt, was uns Frank schon erzählt hat in der letzten Folge. Während du weg warst, habe ich mich umgesehen. Wegen des Beins bin ich nicht weit gekommen. Aber ich habe menschliche Spuren gefunden. Vielleicht sind diese Leute noch in der Nähe. Wenn du sie rettest, helfen sie uns bestimmt. Rette die Überlebenden, bevor es zu spät ist. So, okay. Er meint ja in der Nähe. Dann macht die Mine ja auch am meisten Sinn, oder? Na ja, gehen wir mal hin. This mine is infested with these nasty creatures. Na super. Da habe ich ja die richtige Entscheidung getroffen. Scheiße, Mann. Ah, schleichen war C. Großen Stein haben wir gefunden. Jetzt haben wir wieder drei Stück. Wir müssen tiefer. In die 2 hinab. Hä? Habe ich kein Öl mehr? Das ist jetzt ziemlich schlecht, muss ich sagen. Aber anscheinend hat es keine Folgen. So wirklich. Tutorial. Wenn du gefährlichen Kreaturen begegnest, erhöht sich dein Stresspegel. Dies kann früher oder später zu einem neuen Trauma führen. Um das zu vermeiden, schleiche in der Nähe von Gegnern. So reduzierst du den erlittenen Stress. Allerdings nur, wenn du unentdeckt bleibst. Sogar zwei. Nein! Na gut, wir haben einen Stein verschwendet. Hier liegen zwar 1000 Stück in der Umgebung rum, aber die möchte er nicht haben. Er möchte die besonderen Steine. Die von Edeka. betreten. Benzin. Geil. Meine Rettung. Okay, da geht's nicht weiter, oder? Nee.
Wir gehen tiefer hinab. Cthulhu wieder am Start. Wo geht's denn da hin? Geht's da wieder hoch oder noch weiter runter? Das ist die Frage. Ja, okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Machen das Licht aus. Und sehen uns noch die andere Seite an, bevor wir da runtergehen. Ein schöner Treffer. Mitten in die Fresse. Cool, Lea. Kaputt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir doch runter. Hier kann man sie verstecken. Blocked. Just great. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Wir waren schon richtig gewesen. Wir sparen uns jetzt auch erstmal das Benzin. Aber auch ein geiler Typ. Er hört von unten da tödliche Schreie. Also für uns tödlich. Aber er will dort unbedingt hin. Ich wäre schon direkt ab nach Hause ins Bett. Zu meiner Mutti. Ja, hallihallo. Wie weit geht ihr? Verstecken uns hier. Boah, die Musik kickt so rein, ey. Geil. Hier geht's auch wieder nicht weiter. Aha. Ganz leise. Keiner macht einen Mucks. Ey, da ist wieder ein Fahrstuhl. Tagebuch. Claires Dokumente. Die sehen wir uns mal an.
Ein Haufen Beamtengesülze. Unter einem Person-Briefkopf. Du weißt nicht, warum es so wichtig ist. Aber Claire wird ihre Gründe haben. Fallen lassen brauchen wir nicht. Den Scheiß. Wir müssen wieder tiefer. In die 3. Hä? Ach nee, da geht's nur hoch, oder? Wir sind ja in der 3. Ja gut, dann sind wir ja schon fertig. Oder wir kommen jetzt hinter dem Stein raus. Oh, mal gucken. Nö, wir sind wieder hier. Okay, dann sind wir fertig, oder? Das war kaputt. Dann können wir wieder gehen. Wir sollten hier nur die Dokumente finden. Na, dann hauen wir mal ab. Ab durch die Mitte. Also wäre ich der Held, ich würde mir da auf jeden Fall die Lampe mitnehmen. Oder die Lampe. Er hat freie Auswahl. Ich kann auch nicht gehen? Okay, da habe ich irgendwas übersehen. Geht's hier weiter? Nee. Okay, dann müssen wir nochmal runter. Hä, was habe ich denn übersehen? Ja, hier geht's nicht weiter. Den Fahrstuhl hatten wir schon benutzt, aber hier waren wir da auch schon. Ah. Sorry, Leute. Ich stand mal wieder auf dem Schlauch. Mach keinen Scheiß. Ich hab ein schwaches Herz. Wenn du nehmen. Ja, ein Messer ist nie verkehrt. Hast du schon recht. Greife mit dem Messer an, indem du linke Maustaste drückst. Mit dem Messer bist du schnell, aber wirkst nur wenig Schaden. Außerdem kann es zum Knacken mancher Schlösser benutzt werden. Ah, das ist schön.
Oh, ich wette, gleich kommt hier einer. Ach nee, wir müssen das Schloss knacken. Wir rüsten die Waffe mal aus, oder? Machen es mal andersrum. Messer auf die 1. Ob das so eine gute Idee war? Wer weiß, wer sich dahinter verbirgt. Das sehen wir dann nach der Werbung. Nee, rein da. Schön, Tele5-Werbung in der Nacht. Oh, geil. Claire, da bist du ja, Mensch. Das sind deine Dokumente. Oh, gleich die romantische Musik. Oh. Da versenken wir nochmal unseren... Ihr wisst schon. Okay, wir müssen den Weg wieder zurück. Nee, wir können direkt auf die 2. Okay. So, Claire. Finally, someone from the rescue team. I need my documents. As per regulations, rescue includes recovery of items critical to corporate operations as well. Endlich jemand vom Rettungsteam. Ich weiß nicht, inwiefern du mit den Konzernvorschriften vertraut bist. Deshalb informiere ich dich hiermit, dass in Notfällen wie diesen nicht nur Personen, sondern auch jegliche Gegenstände und Dokumente gerettet werden müssen, die für den Fortbestand des Unternehmens unerlässlich sind. Ja, Claire, entspann dich, die haben wir schon gefunden. And these are critical, essential even. I think I dropped them somewhere on the third level when I was running from monsters. Und meine sind unerlässlich. Man könnte sogar sagen, überlebenswichtig. Ich glaube, ich habe sie irgendwo auf Ebene 3 fallen gelassen, als ich vor den Monstern geflohen bin. Und du hast mir gar nichts. Sorry. Look, lady, we gotta get out of here. I'll try to get them. No promises, though. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich meine, tut mir leid. Aber wir müssen so schnell wie möglich von hier weg. Ich versuche, deine Dokumente zu finden, aber kann nichts versprechen. Ein Tagebucheintrag? Die haben wir doch schon, die Dokumente. Da! Claire. Claire, Tagebucheintrag 1. Von allen Berufen dieser Welt muss das ausgerechnet eine Personalleiterin sein. Claire ist das Klischee eines bürokratieverliebten Konzernzombies. Dennoch, so viel Lob sei ihr vergönnt, weiß sie, wie man sich draußen durchschlägt und hat einen guten Sinn für Logistik. Woher willst du das wissen? Ich meine, wir haben sie gerade getroffen. Aber obwohl ich sie niemals im Stich ließe, würde ich buchstäblich mit jedem andere Menschen auf diesem Planeten lieber meine Zeit verbringen. Hier, wir haben die Dokumente, Claire. Schätzchen, entspann dich. Den Stock aus dem Arsch. Thank you. I thought I'd freeze to death out here. Ah, danke. Ich dachte schon, ich müsste hier erfrieren. Ah, verschwinden wir von hier. Let's get out of here. Du darfst den nächsten Tag überleben. Sehr schön. Ah, wir haben ein bisschen mehr Angst bekommen, sagen wir mal. Ja, und wir haben das Messer gekriegt. Naja, zum Lager. Person gerettet, Claire. Ja, das habe ich ja gerade vorgelesen. Okay, Tag 2, Claire. Jetzt haben wir anscheinend... Ja, ist ein bisschen wie bei Darkest Dungeon. Jetzt haben wir hier so ein kleines Team anscheinend. Um das wir uns kümmern müssen, damit die nicht durchdrehen.
Die hat sogar Steine dabei. Geil. This is going to be a PR disaster, and I'm sure the blame will be on HR, as per usual. Ah, das ist ein totales PR-Desaster. Und am Ende kriegt wieder die Personalabteilung die Schuld. Sure, sounds like a big problem. You deal with that. Meanwhile, I'll take care of the trivial stuff, like our continued survival. Hm, klar, Riesenproblem. Kümmere du dich darum, während ich den unwichtigen Kram übernehme. Zum Beispiel unser Überleben. Frank, Job erledigt. Was sagst du, Kumpel? This place is a ruin, but it'll do for a while if we prop it up a little. The water station is crucial for our survival. Now that we have more hands to do the work, go ahead and assign our new companion to repair it. Das Lager ist kaum mehr als eine Ruine. Aber wenn wir es ein wenig aufpeppen, wird es schon gehen. Die Wasserstation ist für unser Überleben unerlässlich. Zum Glück haben wir jetzt ein weiteres paar Hände. Weise unseren Neuzugang an, die Station zu reparieren. Here, there was some wood scattered in the camp. Make use of it. Hier, ich habe im Lager verstreutes Holz gefunden. Das kannst du bestimmt gebrauchen. Nahrung, Objekt. Wie kann ich die jetzt zuweisen? Erstmal kacken gehen. Ah, wir haben gar kein Wasser mehr, wa? Okay, hier bin ich auf jeden Fall falsch. Werkbank. Da kann ich die Sachen herstellen. Wer liegt denn da? Na, Kuppel, lebst du noch? Na, na? Wasserstation. Stufe 1. Neues Herstellungsrezept. Funkgerät Köder. Ein Inventar, zusätzliche Slots plus 1. Lagerinventar plus 1. Ressourcenproduktion 2 bis 3. Machen wir. Ach so. So, jetzt. Die Verbesserung dauert einen Tag. Naja, Claire macht das schon. Dies war eine Bürokraft. Aber die kann auch eine Wasserstation reparieren. Die macht es schon. So, Frank. Die Frau arbeitet. Wir legen uns jetzt hier hin. Und fressen Schnitzel. Bevor du wieder aufhörst, get some rest. If you're not feeling well, or if you're tired, you're gonna make mistakes. Better rest in camp than resting in peace. Am I right? Bevor du dich wieder auf den Weg machst, ruhe dich aus. Wenn du da draußen nicht in Topform oder auch nur müde bist, machst du unweigerlich Fehler. Lieber hier im Lager ruhen, als in Frieden. Hab ich recht? Good to know, no matter how long I'm gone, you still got your terrible sense of humor. Schön zu sehen, dass meine Abwesenheit deinen Sinn für schreckliche Wortwitze nicht getrübt hat. So, Waschstation repariert. Hab ja gesagt, sie arbeitet, ich geh pennen. Na ja, schön. Frank? Great. Now we can finally start producing water. This is the first step to surviving these unforgiving lands. Sehr gut. Nun können wir endlich Wasser produzieren. Der erste Schritt, um in dieser Umgebung zu überleben. Remember to assign someone to work on the water station before you head out again. Vergiss nicht, jemanden mit der Reparatur der Wasserstation zu beauftragen, bevor du gehst. Ja, die wurde doch gerade repariert. Willst du mich verarschen, Frank?
Du hast doch gerade eben gesagt, die ist repariert. Ah, Stufe 2. Naja, nicht genug Ressourcen, super. Ah ja, bin mal weg. Nahrungsstation. Die müssen wir reparieren, wir brauchen Holz. Ich und mein Holz. So, wir speichern mal. Sorry, wenn ich mal kurz weg bin manchmal. Aber bei mir schleicht sich eventuell eine Erkältung an. Mein Bruder, der hat auch schon Corona. Seit jetzt 2 oder 3 Tagen. Wir waren auch letztens erst zusammen. Ich hoffe, mich trifft die Scheiße nicht. So, dann besuchen wir mal den nächsten Ort. Gehen wir in den Wald. Ah, aber nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Obwohl bei der Plus-Gebäude ja wahrscheinlich mehr Viecher sein. Wir gehen mal in den Wald. Schöne kühle Cola. Einfach nur geil. Okay, wir müssen ein bisschen Benzin sparen. Merke ich gerade. Notiz lesen. Wald. Tagebuchseite aus einem Waldlager. Faszinierend. Was immer Puss hinter verschlossenen Türen treibt, wirkt sich anscheinend massiv auf die hiesige Natur aus. Und wie so oft wehrt sie sich. Neue Lebensformen sind entstanden, mit einer erstaunlichen Anpassungsfähigkeit und einem ausgeprägten Überlebensinstinkt. Doch ob schon ich nicht anders kann, als die Wehrhaftigkeit von Mutter Natur zu bewundern, muss ich handeln. Pösen muss aufgehalten werden. Der Rest des Tagebucheintrags ist voller freudiger Aufregung über das neue Mikrobiom und enthält kaum wertvolle Details oder andere nützliche Informationen. Nahrung. Schön. Ah. Benzin. Oh, ein Traum. Danke dafür. Ah, wir schnitzen ein bisschen. Ah. Oh. Was ist denn hier los? Kongs? Kommt gleich eine Spinne um der Ecke? Ih, Lemia! Bewegen sich Leute. That doesn't seem normal. Ja, also denken wir schon zu zweit. Die atmen auch. Hört mal. Its skin is all burned up. Naja, vielleicht war es ein Mensch mit einer Fackel. Ich habe noch Hoffnung an das Gute. Oh. Diese Kreatur fürchtet sich vor Licht und verlässt dich einzig auf ihr Gehör. Du kannst sie relativ einfach mit einem gezielten Steinwurf töten, weil du genug Zeit zum Zielen hast. Unterschiedliche Gegner haben unterschiedliche Schwachpunkte und ihre Sinne können stärker und schwächer ausgeprägt sein. Nutze das zu deinem Vorteil. Ich würde einfach sagen, wir machen die Lichter an. So, wir gucken mal. Monster. Die gemeine Made. Aber ich habe doch schon ein Monster getötet. Warum habe ich denn da keinen Index?
bekommen. Ekelhafte kleine Blindschleicher. Helles Licht verbrennt ihre Haut. Wenigstens sind sie dadurch leicht zu töten. Nimm dich besonders in der Dunkelheit vor ihren Zähnen in Acht. Denn dort ist ihr Revier. Okay, dann brauchen wir nicht mehr schleichen. Eine Lampe ist aus, ja. Aber Tutorial gefällt mir. Es wird alles erklärt und haben sie schön integriert. Wir könnten einen Stein werfen. Aber der ist recht schnell, muss man sagen. Okay, der bleibt da stehen kurz. Wir werfen gleich einen Stein. Komm, der stirbt da durch. Der lebt ja noch. Oh cool, jetzt hat meine Steine verschwendet. Ich dachte, der wäre auch ein One-Hit. Ein One-Hit-Wunder. Na, vielleicht hätte ich auch meine Lampe nutzen sollen. Naja. Beim nächsten Mal. Was haben wir denn hier Schönes? Wer versteckt denn sich hier? Im Zelt. Gehst du so rin? Gerade wir am Umziehen. Oh Mann, ey, mein Humor. A native camp. There might be something useful here. So eine dunkle Schönheit also. Ein Lager der Ureinwohner. Vielleicht finde ich hier ein paar nützliche Dinge. Na, vielleicht. An diesem Schrein kannst du deinen Stresswert verringern. Ähnliche Orte wie dieser finden sich überall in der Wildnis. Ureinwohnerstämme berichten zudem von einem Objekt, das stresssinkend wirkt. Okay, das werden wir irgendwann finden wahrscheinlich. Aber so viel Stress haben wir gerade gar nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal spare ich mir das auf. Für einen Rückweg oder so. Da geht's weiter, aber hier ist noch eine Kiste. Da ist bestimmt nichts drin. Doch. Opfer für die Bestie. Was haben wir da? Eine Handvoll Stöcke, die auf raffinierte Art und Weise nach Tradition der Ureinwohner miteinander verzurrt sind. Die Molukken. Die Formen sind einfach und doch schwer ergründbar. Dich überkommt ein plötzlicher Drang, das Objekt zu verbrennen, um die Wesen abzulenken, die dir auf den Fersen sind. Haut ein wenig von deinem Stress ab. Okay, wenn wir wahrscheinlich verfolgt werden, kann ich das fallen lassen, wenn es brennt. Und dann werden die Gegner halt abgelenkt. Oder werden verbrannt. Oha, mein Messer ist ja auch gleich kaputt. Ich habe ja nur 8 von 10, sehe ich gerade. Ich dachte, ich habe das Messer unendlich. Da nicht rein? Nee, muss bis nachher ganz nach unten, verdammt. Ach du Scheiße. Ah, ich wette, das Vieh lebt noch. Also, andere Richtung. Und ich habe auch keine Steine mehr. Ah nee, nicht benutzen, runter.
Epic hier richtig? Erstmal da rein. Ah, Leia wieder. Ah, Tür öffnen. Erstmal meine Lampe nachfüllen. Hier fehlt eine grüne Zugangskarte, die werden wir bestimmt gleich bei einer Leiche finden oder so. Also das sieht mir nach einer Falle aus, Freunde. Ich wette, da kann ich nachher eine Kreatur reinlocken. Eine Axt. Alter, geil. Du kannst deine Axt als Waffe gegen Monster einsetzen oder um Barrikaden zu zerstören. Bedenke nur, dass jede Waffe Haltbarkeitspunkte hat, die sich abbauen, wenn du sie benutzt. Sinkt die Zahl auf 0, geht die Waffe kaputt. Ja gut, hier geht's eh nicht weiter. Dann rüsten wir die Waffe mal aus. Ah, haben wir schon, noch 2, okay. Geiles Hackebeil. Jetzt sollen die Kreaturen noch kommen. Ah, ich wusste, dass wer kommt. Gleich verkacke ich. Es, pass mal auf. Ich wusste sie. Ey, könntest du kotzen. Ich lerne es einfach nicht, dass ich die Taste halten muss. Ich habe jetzt einfach schnell E gedrückt. Ey, es ist so zum Kotzen. Ey, da bieten sie mir schon die Chance und ich verkacke so hart, ey. Oh Gott, das will mich am liebsten begraben gehen. Und weil ich fast tot bin. Naja, zur Hälfte. Ey, wird wirklich jeder Fehler bestraft, ey. Gott, das kannst du keinen erzählen. Warum machen denn inzwischen auch so viele Spieler diese scheiß Taste halten? Das ist wie bei Assassin's Creed. Es kotzt mich so an. So, welche Barrikade sollen wir zerstören? Okay, das geht nicht. War oben eine Barrikade? Ey, ich bin schon wieder so lost in space, ey, die gibt's gar nicht. War keine Barrikade, oder?
Nö. Wahrscheinlich bei den komischen fetten Monster, oder? Gott, ey. Ich stelle mich schon wieder an wie der letzte Mensch. Vor allen Dingen habe ich noch davor gesagt, gleich verkacke ich es. Habe ich wirklich verkackt? I wonder who set this up. Wird ihn wir auslösen? Diese Barrikade lässt sich nur mit einer Axt zerstören. Einige Hindernisse kannst du nur überwinden, wenn du das passende Objekt hast. Auch mal eine schöne Axt, Mann. Aber wen haben wir denn da? Gib erst mal einen Alkohol her. They got a bite out of me. Please help me up. I think I can walk. Jackie. Die haben mich ein bisschen angeknabbert. Bitte hilf mir auf. Ich glaube, ich kann gehen. Ah, ich will mich noch umsehen. Einen Moment. I still need to check out some things. Ja, Tagebucheintrag. Jackie. Anfangs hielt die Jackie für eine einfache Minenarbeiterin oder eine unbedeutende Versorgungsfahrerin wie Frank und mich. Mit überbordener Unternehmenstreue hat sie nichts am Hut, aber sie kennt sich mit Feldkunde aus und weiß, wie man in der Wildnis überlebt. Keine schlechten Eigenschaften hier draußen. Sie scheint eine eher spezielle Beziehung zu den Monstern und Mutanten zu haben. Anscheinend liebt sie alles, was mit der Natur zu tun hat. Ich vermute, in ihr schlummert eine Aktivistin. Ach du Scheiße. Oder zumindest eine Öko-Wissenschaftlerin. Die setzen wir aus hier. Die kommt nie mit. Kein Bock auf das Gejammer dann im Lager, ey. Dann haben wir hier Halbgare. Arme Schweine. Zur Hälfte mutiert und dann zum Verrotten zurückgelassen. Sie zu töten ist ein Gnadenbeweis und sonst nichts. Gewähre ihnen einen schnellen Tod und geh deiner Wege. Ja gut, aber wo krieg ich jetzt die Karte her? Man muss doch hier irgendwie reinkommen können. Oder kommen wir irgendwann nochmal hierher? Ich schaue mich nochmal ganz genau um. Vielleicht habe ich die irgendwo übersehen. Gottes Willen, an die Stelle hier. Davon werde ich heute Nacht träumen. Wie ich hier wieder reingeschossen habe. Nö, hier ist nichts weiter. Dann finden wir die Karte irgendwann anders, anscheinend. Auch ein bisschen doof. Weil der Ort verschwindet doch irgendwann, oder? Ist die Mine überhaupt noch auf der Karte abgebildet? Ich glaube nicht. Aber wo ist die Karte?
Naja. Ärgert mich schon wieder ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir später nochmal hierher. Ah ja, und Bob. Oh, you're back. Can we go now? Ja, lass uns gehen. Yeah, let's go. Oh, der mit dem Leben, das ärgert mich so. Oha, was geht denn hier ab? Wieder am Träumen, ja? No, no, that doesn't make sense. Wenigstens durchschaut er es. Na, wer bist du denn? Frank! Das war doch gerade unser Held, oder? Wahrscheinlich eine Abbildung von ihm in der Zukunft. Verletzung. Hier wird es immer ungemütlicher. Alaska ist schon an einem normalen Tag nicht gerade die Karibik. Für unbedarfte Touristen kann das Land schnell zur tödlichen Falle werden. Aber das hier? Raues Klima, aggressive Kreaturen und pures Chaos bei Prism? Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand verletzt wird. Eine Person im Lager ist verletzt und kann 2 Tage lang nicht arbeiten. Wie hat sie sich denn jetzt verletzt? Willst du mich verarschen? Die war doch nur im Lager. Ach so, das ist Jackie. Ich dachte, das ist die andere. Oh Gott, ich bin schwer so lost in space, Alter. Person gerettet, ja, habe ich schon vorher gelesen. Wir haben 3 Wasser bekommen, schön. Wir springen einfach, kein Bock mehr. So, Jackie, lass mal quatschen. Those creatures in the forest. Fascinating, don't you think? I'd love to find out if they're unique to this biome. Die Kreaturen im Wald sind faszinierend. Findest du nicht auch? Ich wüsste zu gern, ob sie nur in diesem Biom vorkommen. Wow, deine Forschung muss dir wirklich sehr am Herzen liegen. Ich finde die Viecher abscheulich. You must be very dedicated to your research. I mean, they sure are nasty. They're as much nature's creation as we are, and we're all doing what we can to survive and thrive. Sie sind Geschöpfe der Natur, genau wie wir. Und wir alle tun, was wir müssen, um zu überleben. You're right. I think we should leave as soon as possible, so we don't disturb them anymore. Du hast recht. Ich finde, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden, um sie nicht weiter zu stören. Psst. Ah, so, Frank, ich bin verletzt. Verarzte mich mal bitte. I see our new companion is hurt. Suppose they're lucky enough being alive, but I was hoping we wouldn't have to use our meager stash so soon. Here, take it and use it to heal our companion's wounds. Ich sehe, unser letzter Neuzugang ist verletzt, aber wenigstens noch am Leben. Ja, was mit mir? Ich bin auch verletzt. Guck mal, ich habe den Arm verletzt. Hab da ein Aua. Ich brauche ein Pflaster. Ich hatte gehofft, wir müssen nicht ganz so schnell an unsere mageren Vorräte gehen. Hier, nimm das, um die schlimmsten Wunden zu versorgen. Our group is growing. Got us quite a few new mouths to feed. Don't forget to tell someone to repair the food station as soon as you can. Unsere Gruppe wächst. Einerseits gut, andererseits
haben wir nun mehr Mäuler zu stopfen. Beauftrage so schnell wie möglich jemanden mit der Reparatur der Nahrungsstation. Wundmixtur erhalten. Hätte mir selber spritzen. Scheiß. Kriegt die jetzt hier. Simple Mixtur zur Behandlung der zahlreichen Verletzungen, die du dir auf deiner Reise durch die Albtraumwelt zuziehen kannst. Kuriert Personen im Lager von Status verletzt. Hm. Ja, komm, Jackie, hier. Oh, meine Wundmedizin. So. Bist du noch verletzt? Nee, alles im Petto. Nicht genug Ressourcen. Wir brauchen 3 Holz. Wo kriege ich Holz her? Wir ruhen uns mal aus. Gesundheit wiederhergestellt, 40, Stress abgebaut, 8. Naja, passt doch. Hä? Ach so, Arbeitskraft zuweisen. Eine Arbeitskraft zuweisen? Wofür das denn? Ich will mich nur pennen legen. Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Ja, ich habe jemanden zugewiesen. Jetzt möchte ich bitte schlafen gehen. Ach, leck mich doch kreuzweise. Das ist ohne Witz. Nahrungsstation, ja, 3 Holz. Wir lassen mal ein paar Sachen hier. Ich würde gerne meine Axt mal reparieren. Wie geht denn das? Gar nicht anscheinend. Das ist ja blöd. Großer Stein. Ist ein Problem so groß? Such dir einfach einen größeren Stein. Du brauchst nur einen starken Wurf an und passables Zielvermögen. Naja. Da fängt es ja schon an. Ja, seht ihr, es ist das weg. Ich hätte da noch eine Karte finden müssen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Wie spät haben wir es überhaupt? Okay, Leute, die Folge ist ja schon fast rum. Ich glaube, das lohnt jetzt nicht mehr, noch eine Station anzufangen. Danke fürs Zusehen. Sorry für die Fails. Aber ich spiele solche Spiele eigentlich normalerweise nicht. Und mit dem Taste drücken, ey, der kotzt mich so an. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein.